Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich muss irgendwie was hacken. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht wie. Kann ich mich hier hinlegen? Bis um Mitternacht schlafen, wir machen das mal. Jetzt ist es ja sehr spät abends. Ja, mal gucken, ob er jetzt immer noch da ist. Der ist immer noch da. Halt! Im Namen unseres Gottes. Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben. Bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Ich setze mich jetzt hier hin und beobachte ihn. Das geht wahrscheinlich nicht. Was ist denn das System? Ich weiß immer noch nicht, wo das hier sein soll. Ja, das wird nichts. Das ist tatsächlich unten, aber wie soll ich denn da unten bitte reinkommen? Könnte jetzt meine Chance sein. Ich glaube, er ist weg. Was? Wie? Scheiße, ist der noch da? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach da, er pennt. Hä? Ist es irgendwie oben? Ich verstehe das hier gerade nicht. Was ist hier los? Mein Gott, ich schwitze.
Boah, scheiße. Was einem richtig abverlangt wird hier. Ich sehe keinen. Klaue ich hier gerade echt das große Buch? Okay, ich hab's. Naja, ich hab ja gespeichert, ne? Komme ich jetzt hier nochmal raus? Ich will hier ganz schnell weg. Auch wenn man jetzt hier... Ich sag ja, man könnte das ja gerne bei jemand anderem nachsehen. In einem Let's Play oder so. Oder selber spielen. Und da alles erkunden oder so. Aber ich bin froh, wenn ich meinen Arsch hier rauskriege. Weil das gerade ziemlich... Ich hasse Schleichen. Ich bin da so schlecht drin. Ne? Und für mich war das irre schwer. Jetzt gerade. Puh. Okay. Jawohl. Gut, jetzt können wir es ihr bringen. Da bin ich mir sicher. Wo war die? Wo stand die noch? Eva oder so hieß die, ne? Ich glaube, ich bin vorbeigelaufen. Ist sie am Pennen, die Alte? Wer treibt sich hier herum? Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Wenn das so ist, zahl mich aus. Ich kann, was du für mich getan hast, nicht in Splittern aufwiegen. Dieses Werk ist unbezahlbar. Versuch es einfach. Naja, viel habe ich nicht bei mir. Meine Nahrung ist mein Glaube und die meisten Splitter habe ich gespendet. Ich hoffe, du bist hiermit zufrieden. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lasse ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ja, ja, danke schön. Danke für nichts. 200... Ist ja nichts. Was haben wir noch? Das ist halt nur Anna, das ist weg, Finger weg. Ursachenwirkung, Lager, Kleriker. Jäger-Sammler, genau. Nahrung für die Kleriker und Jäger-Sammler. Das ist da hinten. Ach so, ja. Das kriege ich doch hin. Dürfte hoffentlich kein Problem sein. Kommt nur darauf an, halt, was das für Monster sind. Ob ich denen schon gewachsen bin. Ansonsten muss ich auch echt mal gucken, ob ich nicht noch bei den bei der Kuppelstadt und vielleicht bei den Berserkern wieder ein bisschen Aufgaben erledigen kann. Um mich ein bisschen hoch zu pushen. Ach, die sehen einfach aus. Okay, ich habe mich geirrt. Da war einfach Ende. Die sind an sich einfach, aber es sind zu viele. Das könnte die Sache schwer machen. Vielleicht schaffe ich es ja, mich komplett an den Viechern vorbeizuschleichen und ihnen seine Sachen zu bringen. Vielleicht ist das ja auch Sinn und Zweck.
Ich bin total schwach. Ich bin total... ein totaler Versager in dem Game, ey. Jetzt weiß ich auch, warum ich Risen und Gothic nicht gezockt habe. Versuchen wir das mal. Erstmal tue ich wieder speichern. Ist ja meine einzige Quelle momentan. So, ich müsste das hinkriegen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich Abstand von denen halten soll. Was ich ja auch so lustig finde, ist ja, normalerweise sind die Viecher ja immer wach und hier schlafen sie. Also ist das beabsichtigt? Bleib hinter mir! Och nein! Ja, Kaya, was soll ich dazu sagen, ey? Scheiße! Nein! Ich hatte die Kisten. Und weil Kaya jetzt wieder schon... Weißt du was, Mädel? Hier, du bleibst da. Nein, du bleibst hier. Bleib hier stehen. Wenn du willst. Du machst nur Theater. Krieg das auch alleine hin. Konzentration. Das ist mit Absicht so gemacht worden. Wir sollen die gar nicht töten. Also man könnte die töten, aber wir sollen die wahrscheinlich nur an denen vorbeischleichen, weil sonst würden sie die nicht so programmieren, dass die schlafen. Mitkommen. Na gut. Ein bisschen schneller, weil wir kriegen da hinten Besuch. Und das Vieh kriegen wir auf jeden Fall noch nicht kaputt. Jetzt bin ich schon der Straße entlang gelaufen, weil es so normal ist. Und dabei muss ich ja hier lang. Ich denke, ich habe deine Waren gefunden. Wirklich? Ja. Hier, sind sie das? Ja, das sind sie. Vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt auch etwas verkaufen. Und wie versprochen, deine Belohnung. Was möchtest du haben? Oh mein Gott. Es ist immer gut, wenn man die Wahl hat. Also sei nicht vorschnell damit. Ich möchte einfach bezahlt werden. Wie du möchtest. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Den Rest brauche ich als Wechselmaterial, wenn ich etwas verkaufe. Okay. Ich werde jetzt in den Hort gehen. Wenn du etwas kaufen willst, findest du mich dort. Danke. Kaya. Ich bin begeistert. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Ein Topf. Lebenssaft. Unter dem Einfluss von Stimmt erhältst du einen Malus von 5 auf Erfahrung. War ganz schön teuer, ne? Rezept Steakteller.
Den habe ich jetzt auch erledigt. Wirkung. Nahrung für die Kleriker. Wo ist das? Oh, das ist aber schon ganz schön weit weg. Oh, das ist aber schon richtig weit weg, ey. Puh. Ich meine, gut, ich kann mich dahin bewegen, aber... Dann tue ich doch nochmal... Abschließen. Wer weiß, wer weiß. Ja, dann reisen wir mal ein bisschen weiter, Kaya. Wir sollen ja mit den Leuten vernünftig reden. Wir sollen ja nicht mit denen kämpfen. Oder sonst irgendetwas. Dann versuchen wir das mal. Ich muss gucken, dass ich Quests erledige, die ich auch erledigen kann. Oh, hier haben wir was Schönes liegen. Vogel böse? Hallo. Dankeschön. Ich muss mal... Oh nee, jetzt... Achso, da. Ich wollte gerade sagen, jetzt auch nicht... Ich habe keine Heiltränke mehr. Was ist hier rot? Wir haben hier... Hier hat sich gerade was geändert von der Hitze her. Ich glaube, das Vieh kriegen wir nicht kaputt. Ich gehe außen rum. Oh, hier wird es ja mächtig heiß, ey. Ich muss sowieso hier hoch. Oh, du Scheiße. Huch. Nein! Oh, fuck. Ich glaube, hier wird es gleich heiß. Oh, da hinten sind wieder zwei Viecher am Kämpfen. Irgendwie muss ich jetzt gerade an das Pokémon Magma denken. Ich weiß auch nicht. Nein! Oh, boah.
So, wo sind wir denn hier? Unten ist wieder so eine komische hässliche Spinne. Ich muss irgendwo dahin. Ich denke mal, dass es irgendwo auch dort sein wird. Oh Gott, hier ist überall Lava. Okay, wie ich. Ich muss am besten erstmal runter. Und dann irgendwie über den Lava-Fluss drüber. Ob das so gut ist, das lasse ich mal dahingestellt. Boah, ich speichere das lieber. Upsala, nein. Okay, ich gehe dafür ganz runter. Ich werde hier auf dich warten. Über Lava fliegen ist keine gute Idee. Ja. Und warum jetzt der Dingens nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Über Lava fliegen geht nicht. Dann fange ich an, Feuer zu kriegen hier. Okay, ist auf eine Art logisch. Ich muss aber doch nur darüber. Oder? Zuck, zuck, zuck. Haben wir hier irgendwo einen Teleport? Sieht nicht so aus. Wo? Da hoch? Da rein? Ich gehe einfach mal hier hoch. Das sieht richtig aus. Ach, Freunde. Das sind doch keine Freunde. Die fangen hier voll den Stress an, ey. Sind das... Das sind Händler. Hallo. Hi. Oh Gott. Oh mein Gott, ich renne einfach. Ah. Ah, mein Gott. Spinne, 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 Spinne. Alter. Oh Gott. Hallo, Leute. Ist hier jemand? Jemand, der zuständig ist? Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, sehr erstaunlich. Ich dachte schon, meine Augen kriegen nur noch diese Steinwüste zu sehen. Auch wenn dieser Ort keine Augenweide ist, sorgt er wenigstens für die nötige Abwechslung. Hier ist kein Arsch, ey. Ach so, weil nachts ist wahrscheinlich. Aber da ist ein Teleport. Müssen wir erstmal aktivieren. Da ist jemand. Ja, ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Freut mich ebenfalls.
Ist es nicht toll? Da sind wir im entferntesten Winkel der Welt und keiner kann uns die gute Laune nehmen. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Och, du bist mir eine Spur zu freundlich. Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Oh, das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Ich dachte, ihr seid gute Jäger. Richtig. Und im Normalfall ist das zusätzliche Fleisch auch nicht zu verachten. Aber die Kadaver locken mittlerweile immer größere Exemplare an, für die unsere Bewaffnung nicht ausreicht. Ich soll euch mit Waffen ausstatten? Nein, die kaufen wir schon selbst ein. Du würdest eh nicht alles innerhalb kürzester Zeit auftreiben können. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Splitter aufgetrieben habe. Oh. Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir, sind wir im Geschäft. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Manchmal ist ein Wort des Trostes der beste Schutz. Man muss es nur hören wollen. Manchmal, aber eben nicht immer. Du bist mir eine Spur zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Na, geht nicht. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Schmierigen Typen traue ich nicht, egal wie freundlich sie sind. Oh, ich will nicht immer so hardcore sein. Danke. Das Angebot nehme ich gerne an. Nichts zu danken. Ist doch selbstverständlich. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ich besorge die nötigen Teile. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du 5 Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Reicht das, damit du mir die Vorräte überlässt? Nicht ganz. Aber lass den Rest stecken. Den verbuchen wir
als Rabatt. Hier, darauf stehen die Codes für die Vorratslager. Nimm dir aus ihnen, was du brauchst. Okay, cool. Ach so, ich muss das wirklich lesen, okay. Es war gut, unsere Vorräte in unseren alten Freunden und anderen Langfingern abzusichern. Leider habe ich aber mal sie kurz vergessen, um an unsere Vorräte zu kommen. Vielleicht ist es auch keine gute Idee. Halt in Zukunft von neuen Codes machen. Okay. Zur Erinnerung 9981 und 178. Okay, 9981, 1758. Das war nichts. 1758. Das war nichts. Was? Ach, falsch. Verantwortung zu übertragen. 2 Tage haben wir gehungert, obwohl die Lebensmittel nur eine Armeslänge entfernt lagen. Ich musste extra einen Typen anheuern, der uns die Dinger knackt. Zum Zugriff und die neuen Codes waren mir die Sache aber wert, denn ich sterbe lieber mit einem vollen Magen, als langsam dahin zu scheiden. Zur Erinnerung. Ach so, da ist noch einer. Welcher Code solche Einheit gehört, habe ich dafür ja vergessen. Dafür. Boah. Okay.